Hi Leute, der Leichterbäcker hier und heute machen wir ein Emmer-Roggen-Dinkel-Vollkornbrot. Alles, was du dafür brauchst, siehst du hier. Na dann lass uns direkt mit dem Hauptteig loslegen. Diesen beginnen wir mit 180 Gramm Dinkel-Vollkornmehl und dazu geben wir noch 170 Gramm Dinkelmehl Typ 1050. Dann gesellen sich noch 125 Gramm Roggen-Vollkornmehl dazu sowie 130 Gramm Emmer-Vollkornmehl. Dann geben wir dem Ganzen noch 19 Gramm Salz bei. Das hat einen Anteil von 3%. Und damit unser Brot auch schön weich bleibt, geben wir noch 35 ml Olivenöl dazu. Das hat einen Anteil von fast 6%. Und das Olivenöl können wir auch jetzt schon dazugeben, denn der Anteil ist jetzt nicht so riesig, als dass wir den Teig erst vorkneten müssten, bevor wir das Olivenöl dazugeben könnten. Dann noch 25 Gramm frische Hefe. Die hat einen Anteil von 4%. Oder 8 Gramm, falls du Trockenhefe benutzt. Und zuletzt noch 454 Milliliter Wasser. Das Wasser hat einen Anteil von 75%. Und zusammen mit dem Olivenöl kommen wir sogar auf einen Feuchtigkeitsanteil von 80%. Dann verkneten wir das Ganze, wechseln die Schüssel und machen den Deckel drauf. Und damit der Teig eine lange Teigruhe hat und somit viel Geschmack entwickeln kann, geben wir den jetzt in den Kühlschrank und lassen den dort für 19 Stunden ruhen. Und am nächsten Tag holen wir unseren Teigling wieder aus dem Kühlschrank. Und jetzt schau dir an, wie richtig schön der aufgegangen ist. Und das bei deutlich niedrigerer Temperatur und dadurch hat er deutlich mehr Geschmack entwickelt. Also dadurch, dass die Temperatur niedriger war, hat die Hefe deutlich stärker arbeiten müssen für dasselbe Ergebnis. Und das gibt unserem Teigstück dann den deutlich besseren Geschmack. Dann bemehlen wir uns die Arbeitsfläche und leeren den Teig darauf aus. Und auch den Teig bestäuben wir mit ein klein bisschen Mehl und du siehst hier auch wieder, wie ich das überschüssige Mehl vom Teig runterschüttel, damit wir auch nicht zu viel Mehl in den Teig einarbeiten. Denn der Teig ist happy, mehr Mehl aufzunehmen, aber wir wollen das vermeiden, weil ansonsten die Hydration von dem Teigling nach unten geht. Und je feuchter der Teig ist, desto besser ist der Geschmack von dem Brot am Ende. Und jetzt kneten wir das Teigstück zurück und wie immer formen wir daraus dann natürlich auch eine Kugel. Denn die Kugel ist immer unsere Ausgangsform beim Brotmachen. Und aus der Kugel heraus formen wir das Brot länglich. Und das machen wir durch ein einfaches Vorwärts- und Rückwärtsrollen des Teigstücks. Weil wir den Teigling gerade erst frisch aus dem Kühlschrank geholt haben, ist der auch noch richtig kalt. Das bedeutet für uns jetzt, dass die Gehzeit deutlich länger ist, bis wir den einschießen können. Das heißt, wir werden unseren Teigling jetzt für 2,5 Stunden ruhen lassen. Aus videotechnischen Gründen werde ich jetzt aber den Ofen schon vorheizen. Für dich ist es natürlich besser, wenn du jetzt noch 2 Stunden wartest, bis du deinen Ofen vorheizt. Anders habe ich das auch nicht gemacht. Und diesen stellen wir dann auf 275 Grad Ober- und Unterhitze. Nach 2,5 Stunden Ruhezeit ist unser Teigling nun soweit eingeschossen zu werden. Aber zuerst verpassen wir dem noch eine Verzierung. Die Verzierung ist natürlich wie immer dir überlassen. Ich mache jetzt hier erst so ein Schachbrettmuster und mache dann nochmal ein paar Querschnitte rein. Aber wie gesagt, du handhabst das wie du magst. Und dann kann er eingeschossen werden bei 275 Grad für 15 Minuten. Und dass wir unseren Teigling mit Wasser einsprühen, bevor wir ihn einschießen, sorgt dafür, dass die Haut noch mal ein bisschen Wasser aufnehmen kann und nicht ganz so eingetrocknet ist. Denn bei den 2,5 Stunden, die der Teigling jetzt geruht hat, ist trotz des Abdeckens die Haut natürlich ein bisschen eingetrocknet. Und durch das Anfeuchten sieht das Brot nach dem Backen dann einfach besser aus. Und nach 15 Minuten kommen wir zu unserem Teigling zurück und reduzieren die Temperatur auf 220 Grad. Ebenfalls holen wir die Schüssel mit dem Wasser aus dem Ofen, damit unser Teigstück die nächsten 40 Minuten ohne Dampf weiterbackt. Durch das Rausholen der Schüssel kommt die Hitze auch deutlich besser von unten an unseren Teigling dran. Und weitere 40 Minuten später bin ich mir hier sicher, dass unser Brot fertig ist. Also schnell den Ofen ausgemacht und das Brot rausgeholt. Und jetzt guck dir mal an, das sieht doch so richtig klasse aus. Wirklich stark durchgebacken. Das hat eine wirklich leckere Kruste. Und die Klopfprobe bestätigt uns, dass unser Brot hier fertig ist. Dann können wir unser Emmer-Roggen-Dinkelbrot jetzt endlich anschneiden. Und das klingt doch richtig gut.
Und schau dir mal die Krume an. Richtig schön gleichmäßig mit Löchern durchzogen. Genau so soll unser Brot von innen aussehen. Und auch wenn ich das Brot feste zusammendrücke, springt es wieder sofort zurück. Und das ist ebenfalls ein Qualitätsmerkmal. Versuch das mal mit einem Brot aus dem Supermarkt. Jetzt werde ich mir erstmal eine richtig schöne Scheibe von dem Brot gönnen. Aber keine Sorge, zuerst mache ich das Video für dich natürlich fertig. Also wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Erzähl auch all deinen Freunden und Bekannten und Verwandten davon. Das wird mir unglaublich weiterhelfen. Und falls du noch kein Abonnent bist, abonniere auch sehr gerne meinen Kanal. Das wird mir ebenfalls enorm weiterhelfen. Falls du irgendwelche Produkte oder Zutaten suchst, die ich hier im Video verwendet habe, die findest du wie immer unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.